Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die große Freude, einen Herrn hier zu haben, der Atomphysiker ist, hat sich also auch mit der ganzen Quantenphysik beschäftigt, ist aber auch ein analytischer Psychologe nach C.G. Jung, was ich auch sehr faszinierend finde, und außerdem noch medizinischer Hypnotiseur und Ausbildner. Und ich möchte mit ihm heute über Atmungstechniken sprechen, die meiner Erachtens viel zu wenig propagiert wird, viel zu wenig darüber gesprochen wird, weil von meiner Erachtens ist das eine Art Medizin, eine ganz bedeutsame Medizin. Und ich bin gespannt, was ich heute alles Neues erfahren darf. Wir sind gleich für Sie da. Bitte bleiben Sie dran. So, und da ist mein Gast, Dr. Gary Bruno Schmid. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen herzlichen Dank, Alexander. Es ist für mich eine Ehre und eine Freude, hier mit dir, mit dem Publikum zu sein und jetzt etwas über die, was ich nenne, 4-6-Atemtechnik zu reden. Ich bin gespannt, was kommt. Ich kenne ein bisschen die Atmungstechniken nach, ist ein Russe, wie heißt der schon wieder? Prana-Yoga vielleicht? Oder? Prana-Yoga, nein, es war was anderes. Aber jetzt habe ich noch gerade das Buch gelesen vom Wim Hof. Eisenmann. Ja, genau. Und der hat auch Atmungstechniken drin, wo ich schon selbst ein bisschen getestet habe. Mhm. Und ich muss schon sagen, das ist schon unglaublich. Ja, der hat eine Yoga-Technik benutzt, also Tuma oder sowas heißt das. Mhm. Der ist ein sehr faszinierender Mensch. Es gibt viele verschiedene Atemtechniken. Und für meinen Beruf als Psychotherapeut, ich suchte etwas, was Leute helfen kann bei Panik. Oder einfach sich entspannen. Und ich begegnete einen Artikel, medizinischer Artikel, wo berichtet wurde, okay, Leute nach dem Singen im Chor oder Einzel, die sind sehr entspannt. Und man hat dann verstehen wollen, woran entspannen sie sich beim Singen? Ist das eher die Männer oder die Frauen, die Junge oder die Alten? Die Asiaten, die Afrikaner, liegt es daran, dass man Mozart-Lieder singt und dann ist man entspannt oder Madonna-Lieder, alles unwichtig. Das Wichtigste war, dass wenn man singt, egal was man singt, im Schnitt atmet man etwa 6-mal die Minute. Das ist 10 Sekunden. Und das führt zu dieser Entspannung. Ich habe das früher gemessen mit einem Gerät und habe schon gesehen, dass sehr viele Patienten im Haus drin so zwischen 12 bis 20 Mal geatmet haben. Sie waren aber auch total übersäuert, sie waren im Stress. Ja. Der Sympathikus ist auf Vollduren gelaufen. Ja. Und das, was du sagst, 4 bis 8 Mal, habe ich immer gesehen, ist der Parasympathikus rauf, der Entspannungsmodus war da. Ja. Aber effektiv atmen die meisten Menschen viel zu schnell. Ja, wenn wir normal atmen und nicht besonders nervös, dann ist es etwa 3,5 Sekunden ein. Dann gibt es immer eine implizite, nicht nennenswerte Pause ausatmen, etwa 3,5 Stunden und dann wieder Übergang einatmen, etwa 50-50, aber eher 3,5 Sekunden. Und jetzt diese 6 Mal pro Minute, das ist 10 Sekunden. Und was hat 10 Sekunden mit Entspannung zu tun? Es gibt in dem Blutdruck einen Rhythmus, nicht nur der Systol, Diastol, also Herzschlag. Es gibt auch ein Ebbe und Flut im Blutdruck und das nennt man Meyerwellen. Und das ist etwa 6 Mal pro Minute. Mhm. Man hat herausgefunden, wenn man so atmet, etwa 6 Mal pro Minute, diese Meyerwellen kommen im Takt mit dem Herzschlag. Und das führt zu einer ganz subtilen Entspannung. So man wird tranquil, eine Aktivierung des Parasympathikus über den Vagusnerv. Und wie das funktioniert, der Vagusnerv, man kann heutzutage alles googeln, das ist ein Nerven mit Hirnstamm, zu viele in Reihen, ist eins, ich glaube, das ist der 10. Nerv, was das Gehirn verbindet mit den Organen und ist ein Teil von dem autonomen Nervensystem und entspannt. Aber wenn ich dir sage,
Lieber Alexander, bitte ein bisschen langsamer verdauen. Du machst mich nervös. Das kannst du nicht tun. Oder das Herzschlag, das ist ein Muskel. Kannst du nicht ein bisschen weniger laut mit dem Herzschlag? Das geht auch nicht. Aber der Vagusnerv geht auch zum Lungenapparat. Und das können wir kontrollieren. Und wenn wir etwa 6-mal pro Minute atmen, und zwar, man muss überlegen, beim Singen, man atmet länger aus als ein. Na, das Gegenteil von Panik. Panik ist länger ein als aus. Hyperventilation. Ah, ja. Beim Singen länger. So, man atmet 10 Sekunden, 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus. 3, 7, 2, 8, 1, 9, das ist zu einseitig. Und bei der Ausatmung sich schwer machen, dann kommt man in eine wunderbare Entspannungsreaktion, sagt man. Zum Beispiel, ich bitte dich, mach dich schwer. Dann würdest du sagen, der Kerl hat kein Physik studiert. Man kann sich nicht schwerer machen, als man ist. Und das stimmt. Aber wenn du dich schwer machst, dann tut man ein bisschen so hängen. So bei der Ausatmung kann man sich vorstellen, ich atme durch die Fußsohlen aus, durch die Sitzfläche aus, durch die Rückenlehne aus. Und man kann langsam auf 4000 zählen bei der Einatmung und dann auf 6000 bei der Ausatmung. Und man muss nicht mehr Luft einholen, um länger auszuatmen, aber man muss daran denken, normalerweise, wenn wir ausatmen, wir tun gar nichts. Wir atmen ein und dann lassen wir los. Jetzt müssen wir ein bisschen zurückhalten oder Lippenbremsen machen. Und was passiert? Diese Signale, dieser Vagusnerv, der überall also zu den verschiedenen Organen geht und verlangsamt, geht auch zum Lungenapparat. Und so, wenn ich meine Atmung kontrolliere, moduliere ich die Signale im Vagusnerv. Der Vagusnerv spürt das und schwingt mit, kommt in Harmonie. Blutdruck geht runter. Herzfrequenz geht runter und Herzratevariabilität wird breiter und das ist sehr gesund. Mhm. Weil wenn ich jetzt mein Herz spüre, wenn ich hier eine Variabilität spüre, ein Schlag zu viel oder zu wenig, das ist nicht gut, das ist eine Arrhythmie. Aber das Herz schlägt nicht perfekt. Wenn es perfekt schlagen würde, dann das ist ein Vorpostensymptom für einen Herzschlag. Und jetzt überlegen wir mal, wenn ich trommel, wenn ich perfekt trommle, dann, das ist Techno. Ne? Und das Raving, das regt das Sympathikus an. Aber wenn man einen Groove hat in dem Beat, das macht so chill, entspannt. Und so, diese Herzratevariabilität ist the groove in dem Herzschlag, das Chill in dem Herzschlag. So jetzt, ich mache 1-4-6 Atmung für mich, nur zu zeigen, dass man kann das immer machen und ohne, dass Leute das merken. Jetzt mache ich so eins. Ich habe in der Zwischenzeit auch gezählt bei mir, es ist eigentlich immer so. 4 Sekunden rein, 6 Sekunden raus und dann kommt aber noch eine Pause von 3 bis 5 Sekunden, bevor man wieder einatmet. Ja, nee, keine Pause. Hier, ich mache es jetzt laut. Ich habe es gerade gemacht. Man merkt das nicht. Das ist sehr gut, wenn ich nervös wäre jetzt beim Interview oder so, dann könnte ich als du redest 4-6 Atmung machen. Jetzt, ich dirigiere dich ein paar Mal durch die 4-6 Atmung. So, wir atmen ein, so. Aus, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann einatmen. Letztes Mal. Wir haben denselben Takt gehabt. Perfekt. Ja. Ich habe aber einfach immer am Schluss noch eine lange Pause drin. Ja, aber man sollte nicht eine extra Pause machen. Mhm. Du,
nicht zählen mit der Pause. Aber wenn es für dich normal ist, natürlich ist es ein bisschen länger, gut. Aber ungefähr kommt das auf 10 Sekunden genau. dann. Genau. Ja. Ne? Die Entspannung, ja, führt dazu, dass diese verschiedenen Parameter also besser sind. Herzfrequenz, Blutdruck, Herzratevariabilität. Wenn die Herzratevariabilität breiter ist, das stärkt gewisse Immunparameter. Mhm. Und das ist sehr gut, zum Beispiel besonders jetzt in die Covid-Zeit, dass man das Immunsystem alles gibt, was man kann. Diese 4-6-Atmung ist nicht die neue Atmung. Man atmet nicht immer so, sondern einfach immer wieder. Wenn ich jetzt Telefongesellschaft anrufe, dann kommt die Musik. Und dann ärgere ich mich vielleicht und denke, sollte ich auflegen oder sollte ich Internet machen oder etwas lesen in der Zeit, bis die Person kommt. Und dann ist mein Sympathikus aktiviert. Besser ist eine Selbstlüge, je länger, desto besser. Zeit für mich, auf Englisch würde man sagen Me-Time, und die 4-6-Atmung machen. Und dann ist man sehr entspannt, wenn der Mensch kommt. Als ich auf dich gewartet habe hier, habe ich ein bisschen 4-6-Atmung gemacht. Man baut das in den Lebensstil ein, immer wieder, wenn eine Pause da ist. Man wartet auf den Arzt, man wartet auf den Tram. Und bei der Ausatmung, auch im Stehen, kann man das machen. Man atmet tief ins Erdzentrum. Und nach etwa 3 Minuten spürt mehr oder weniger jeder Mensch. Man muss es spüren, weil es ist eine mechanische Wirkung. Nur wenn man zu gewissenhaft das machen will, kann man sich damit stressen. Und wenn man außer Atem ist bei der Ausatmung, dann hat man zu schnell ausgeatmet. Mhm. Mhm. Und auch, was ich sehr interessant finde, Leute, die rauchen, wenn sie genüsslich rauchen, ich rauche nicht, aber ich habe schon mal geraucht, vor vielen Jahren. Hier, wenn man genüsslich raucht, schau mal, das wäre die Zigarette. Und jetzt sagst du, ja, Gary, was hat Sege Jung über 4-6-Atmung gesagt? Und dann sagst du, oh, gute Frage, Alexander. Und dann nehme ich die Zigarette. Ja, Sege Jung hat nichts über 4-6-Atmung gesagt. Man, beim genüsslich Atmen atmet man eigentlich, beim genüsslich Rauchen atmet man 4-6. Und deswegen die Raucher, die versuchen aufzuhören, sogar mit Nikotinpflaster, nach etwa 3 Monaten wieder nervös sind, weil die machen keine Ziggy-Pausen. So man sollte Ziggy-Pausen machen ohne Zigarette. Immer wieder, nach etwa 90 Minuten, eine Pause einsetzen, Wasser holen, Kaffee, einfach rausgehen, schauen, so die Landschaft, für etwa 3 Minuten, 4-6-Atmung, und dann wird man letztendlich gesünder. Ja. Ist mir gerade in den Sinn gekommen, wie diese Russe geheißen hat oder heißt. Es ist eine Vereinigung auch in der Schweiz von Atemtherapeuten, Puteiko. Also wird sogar in der Schweiz von der Krankenkasse bezahlt, dass man lernt, richtig zu atmen. Ja. Denn man weiß heute ja schon in der Medizin, dass nur im Entspannungsmodus die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiv sind. Ja. Ja. Und das finde ich jetzt eine Schlüsselstelle. Ich meine, wie kann ein gestresster Mensch, der ständig in einem Hamsterrad rennt und rennt und rennt und rennt und dann eine gesundheitliche Baustelle hat, wie soll er denn die sanieren, ja, wenn er ja eigentlich immer im Stressmodus läuft? Ja. Geht nicht. Und deswegen immer zwischendurch diese 4-6-Atmung. Eben bei der Ausatmung sich schwer machen, dass man sich vorstellt, man atmet in die Erde hinein. Mhm. Wenn man das eingebaut hat in dem Lebensstil, dann tut man das automatisch. Und in der Tat, wie du sagst, das Immunsystem wird gestärkt dadurch. Also ich bin da voll bei dir. Ich finde das sehr bedeutsam und wir sollten das viel, viel mehr darüber reden, wie wichtig das ist. Ich habe jetzt gerade das Buch gelesen davon Wim Hof, eben dieser, ja, Iceman. Der hat auch noch eine andere Technik gehabt, das fand ich auch spannend, habe es mal getestet. Und zwar wirklich mal 30 Mal schnell ein- und ausatmen. Also eine Art Hyperventilierung. Also
Der Körper wird geflutet mit Sauerstoff. Und dann atmest du aus und dann nicht mehr einatmen. Genau. Du kannst eine Stoppuhr laufen lassen. Ja. Der hat ein anderes Ziel, natürlich, dass sein Körper erwärmt wird, die Kapillaren werden erwärmt. Ja. Aber für die Entspannung ist die andere Technik eher zu empfehlen. Bei Hyperventilation tut eher das Sympathikus anregen. Ja. Übrigens ist es nicht wichtig für diese Atmung, Mund, Nase. Man kann vielleicht ein bisschen tiefer atmen, aber man kann Mund, Mund, Nase, Nase, Mund, Nase, Nase, Mund atmen. Aber man weiß von gewissen Yoga-Techniken, man atmet durch den Mund ein und dann hält man einen Nasenflügel bei der Ausatmung. Und das, denke ich, hat den Zweck, dass man ein bisschen langsamer ausatmet. Genau, das sind, glaube ich, Prana-Yogas, oder? Ja, genau. Und das ist sehr gut. Und ja, es gibt viele sehr wichtige und gute Atemtechniken. Und die 4-6-Atmung ist einfach eine von vielen, was ich empfehle fürs Immunsystem Stärkung und einfach zu entspannen. Mhm. Ja. Noch meine Frage an dich. Was meinst du, wie lange konnte ich denn atmen? Also ich habe nicht den Atem angehalten, ich habe ja ausgeatmet und dann nicht mehr eingeatmet. Was meinst du, wie lange? Und das ist wirklich, nach kurzer Zeit hatte ich das schon. Ah, mit der Technik von Wim Hof. Wim Hof. My goodness. Okay, ich denke keine 3 Minuten. Also gut, es waren aber, 4. Es waren 4. Was? Ja, das geht. Nein. Es geht. Das und dann atmest du ein und hältst den Atem nochmals eine Minute. Und ich sag dir, dieses Gefühl ist wie eine Droge. Das ist super. Da gehen dir die Ohren auf, der Kopf dir verfreit, du hast eine Ruhe in dir drin. Das wow. Es ist wirklich eine richtige Droge, diese Technik. Ja. Und er hat ja mit dieser Technik ja Unglaubliches geschafft schon. Ja. Aber auch bei schwerkranken Menschen hat er das auch schon gemacht. Und die waren ja also mit MS auf den Kilimanjaro barfuß. Also selbst kranke Menschen. Also, der Körper ist schon in der Lage, Leistung zu bringen. Aha. Ich bin noch dran, dass er mal noch vorbeikommt. Der redet nämlich auch Deutsch. Weil das ist auch spannend, mit ihm darüber zu reden. Ist ein Holländer. Holländer, ja, genau. Ich habe ein paar Videos von ihm gesehen. Es hat mich sehr beeindruckt. Ja. Und es zeigt in der Tat, wie wichtig die Atmung ist. Verschiedene Techniken. Und wahrscheinlich, das sollten wir auch in der Schule lernen. Ich habe das mal gesagt mit der 6 dramaturgische Elemente so für die Immunstärkung. Schon in der 2. Klasse. Und jedes Jahr ein bisschen altersgemäß bis Schulende also üben. Ja, das wäre nur ein paar Module. Ich denke, wenn die Schule das integrieren würde, wir würden sehr viel an Gesundheitskosten sparen. Absolut. Und nicht so schnell in Panik kommen, wenn wieder so eine Pandemie kommt oder so. Genau, ja. Wenn du ja mit Patienten gearbeitet hast, hast du es auch immer zuerst versucht, sie so in die Entspannung zu bringen über diese Atmungstechniken? Ja, also das gehört zu fast jeder Psychotherapie bei mir, besonders für die Hypnotherapie. Es ist eine wunderbare Induktionsmethode. Mhm. So einfach einen Punkt fixieren, diese 4-6 Atmung. Dann irgendwann, die Augen werden natürlich zugehen wollen. Man fühlt sich sehr wohl. Müsste man auch machen, bevor man den Blutdruck misst, oder? Ja. Weil da habe ich auch schon gehört, die Leute haben alle falschen Blutdrucksmessungen, weil sie aufgeregt sind. Natürlich. Ja. Ja, beim Arztbesuch, Blutdruckmessung, Blutentnahme, was weiß ich. Also auf jeden Fall die 4-6-Atmung ist super dafür. Und Wim Hof, seine Methode, um Kraft zu kriegen, um den Körper zu erwärmen. Und für Taucher, der ist der Expert, ein Weltexpert, Weltmeister. Mhm. Der hat mehrere Weltrekorden gemacht. Ja, unfassbar. Ja, das zeigt, was wir alles machen können mit der Atmung. Auch es gibt Meditationstechniken, wo man einfach, das ist auch Selbsthypnose, wo man auf die Atmung konzentriert, egal wie man atmet. Atmung ist das Atem ist das Allerwichtigste. Also ohne Atmung können wir nicht leben. Ja, und genau, du sagst, es ist das Wichtigste und trotzdem erklärt es eigentlich niemand.
Wenn ich einen Krebspatienten mal gemessen hatte, wie er atmet, dann war der zwischen 13 und 17 Atemzüge. Ja, aber ich meine, wie soll er, wenn er ständig im Stressmodus läuft, Reparaturprozesse machen? Ja. Aber da fehlt eigentlich eine Basis, wo man sagt, hey Mensch, du bist nicht gesund, wir fangen jetzt an der Basis an, nämlich du machst diese 4-6-Atmung, und zwar täglich 5 Stunden, 10 Stunden lang, weil das ist ein ganz aktiver Beitrag, dass er im sogenannten Parasympathikus die Selbstheilung, Reparaturprozesse überhaupt in Gang bringt. Ja, so immer wieder bei jeder kleinen Pause, 4-6-Atmung, denke an den Raucher, die Raucher da draußen, lass die Zigaretten, rauche eine leere Zigarette, einfach 4-6 atmen. Überleg mal, genüsslich ohne Zigarette rauchen. Und man kommt runter innerhalb 3 Minuten. Ich muss es nur einmal machen, dann komme ich in diese Entspannungsreaktion. Und fast jeder Mensch nach 3 Minuten ist drin. Auch zum Einschlafen. Das ist wunderbar. Man liegt da im Bett und bei der Ausatmung einfach so schmelzen mit der Matratze. Und was sehr hilfreich ist für Leute mit Herzprobleme, aber das empfehle ich dann trotzdem alle Leute auch mit gesundem Herz, mindestens 3-mal am Tag, 3 Minuten lang, 4-6 atmen. Und ich mache das so, am Morgen, wenn der Wecker klingelt, dann mache ich Snooze und dann gucke ich nicht mehr auf die Uhr, ich mache die 4-6 Atmung. Und wenn ich einschlafe, das macht nichts, weil es klingelt wieder. Dann in der Mittagspause, meine Patienten sind ziemlich pünktlich, ein paar Minuten bevor ich wieder anfange, nach der Mittagspause, sitze ich da im Stuhl und mache die 4-6 Atmung, dann klingelt's. Und dann wieder, wie gesagt, zum Einschlafen. Es ist eine wunderbare Methode. Und Leute, die das tun mit Herzproblemen, die können unter Umständen Beta-Blocker reduzieren, eventuell Beta-Blocker loshaben. Das muss man sehen. Aber man kann das kontrollieren zusammen mit dem Arzt. Kann ich sehr empfehlen, mindestens 3-mal am Tag zu machen. Ja. Das war jetzt gerade noch ein ganz wertvoller Hinweis. Übrigens auch beim Rauchen, man sagt nämlich immer, Rauchen ist basisch, es wirkt basisch. Ja. Viele Menschen sagen, das kann doch nicht sein, das ist doch sicher. Doch, es ist tatsächlich basisch, aber wahrscheinlich wegen der Atmung. Ja, wegen der länger Ausatmen, dann wird der ganze System mehr in Richtung Base. Genau. Das ist eins von den physiologischen Wirkungen von der 4-6-Atmung. So von Yoga, von Meditation. Länger aus als ein, nur ein bisschen langsamer wie üblich ein, das ist die 4 Sekunden, und dann noch langsamer ausatmen. Ja. Danke ganz herzlich, Dr. Bruno Gary Schmid. Gary Bruno Schmid, jetzt habe ich verkehrt gesagt. Danke herzlich auch, für diese Erläuterungen, Alexander, zum Thema Atmungstechniken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen, auch ich beschäftige mich sehr stark mit dem Thema Atmen, weil es einfach sehr, sehr bedeutsam ist für unsere Gesundheit, hier richtig zu atmen. Wir können den Körper durchfluten mit Sauerstoff, wir können ihn basisch hinkriegen, wir können die Übersäuerung reduzieren. Also so viele Aspekte der Gesundheit steckt im Atmen drin und trotzdem wird uns das einfach nie gesagt. Deshalb ist eine solche Sendung wie heute mit meinem Gast extrem wichtig und ich hoffe, Sie üben nun mal an dieser Atmungstechnik, Sie testen es selber mal, schauen Sie mal selber, wie viel Mal Sie selbst atmen pro Minute, ob das auch 6-mal ist oder 8 oder 12-mal. Ich habe schon Werte gemessen bis zu 18 Mal. Das muss man sich mal vorstellen. 18 Mal, das ist fast eine Hyperventilation, oder? Ja, ja. Das mit dem Rebirthing, diese Hyperventilationsmethoden, dann wird man high. Aber für Leute mit Panikattacken, das ist genau das nicht indiziert. Ne? Weil man kommt in diese Hyperventilation und Panikattacke wird schlimmer. Aber Hyperventilation, ja, für gewisse ordentliche Bewusstseinszustände zu erreichen. Ich glaube, das heißt Rebirthing und das wird auch praktiziert bei einigen Leuten. Spannendes Thema. Ja. Danke und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.